Ja, herzlich willkommen zum S&P Wochenupdate für den Zeitraum vom 30. Juli bis 3. August. Mein Name ist Silvio und dies ist die 45. Ausgabe des S&P Formationstraders. Schauen wir uns als erstes den Chart auf Tagesbasis an, um uns zu verdeutlichen, wo wir aktuell stehen. Der Verlauf des Tagescharts zeigt uns sehr schön, was in der letzten Woche passiert ist. Zunächst ein starker Abverkauf am Montag und Dienstag mit Fehlausbruch aus dem gestrichelten Trendkanal auf der Unterseite und anschließend sehr starke Aufwärtsbewegung nach dem Statement des EZB-Chefs Draghi zum Ende der Woche hin. Damit sehen wir im Wochenchart eine sehr, sehr schöne bullische Kerze über den Widerstandsbereich 60 bis 75 hinaus. Wir haben am Hoch geschlossen, was ein sehr bullisches Indiz ist für die kommende Woche. Zudem haben wir auf der Indikatorenseite die Stochastik weiterhin im Kaufsignal mit deutlichem Potenzial. Das heißt, wir sind hier noch nicht im überkauften Bereich. Das Momentum bewegt sich zwar hier noch seitwärts, sollte aber mit Anschlusskäufen in der nächsten Woche zunächst über die Nulllinie hinausgehen und dann auch die steigenden Kurse bestätigen. Aber auch das steigende Volumen in den letzten 1, 2, 3 Wochen und das besonders das höhere Volumen in der letzten Woche ist ein Indiz dafür, dass es für in der kommenden Woche bis in den Bereich 1400 und dann 1420 der oberen trendbegrenzenden Linie aus dem übergeordneten Keil, den ich hier mal eingezeichnet habe, ja, anstehen sollte. Das würde aber auch bedeuten, dass die EZB ihren Ankündigungen der letzten Woche Taten folgen lassen muss, da sonst in dieser aktuell sehr politisch getriebenen Börse doch eher wieder sehr, sehr schnelle Abverkäufe die Folge sein könnten. Schauen wir uns nun den Tagesschart an. Hier sehen wir einen wunderschönen Ausbruchschart, so wie ihn Swingtrader eigentlich sehen möchten. Starker Widerstand im Bereich zwischen 65 und knapp 80, hatte ich ihn ja in den letzten Tagesanalysen immer wieder runtergebetet, rauf und runter gebetet. Am Freitag nun der Ausbruch über diesen Widerstandsbereich mit Closing, Tagesschluss auf Tagesschlusskursbasis fast in den Highs geschlossen. Wir haben eine Stochastik im Kaufsignal, wir haben ein Momentum, das schon bereits die letzten Tage sehr stark dynamisch nach oben angezogen ist und zudem jetzt auch über der Nulllinie notiert. Und natürlich ein Volumen, das deutlich angezogen ist am Freitag. Da auf das Volumen möchte ich nachher im SPDR, dem ETF des S&P 500 noch mal etwas genauer eingehen. Und damit wären wir auch schon beim Chart des SPDR. Der SPDR hat das Kürzel SPY und ist eines der beliebtesten Trader-Produkte generell an der amerikanischen Börse. Warum? Weil man hier sehr, sehr schön den S&P 500 nachbilden kann und das auf sehr, sehr geringen, ja, mit sehr, sehr geringen Größen. Das heißt, man hat hier pro Share 138 Dollar, knapp 140 Dollar und kann damit natürlich im Gegensatz zum Future ein schönes Positionsmanagement durchführen und ein schönes Risikocontrolling ins Trading mit einführen, ohne dass man letztendlich ein deutlich größeres Account zur Verfügung haben muss. Und dadurch ist der SPY eines der beliebtesten und meistgehandelten ETFs in Amerika und man sieht hier auch am Freitag den sehr, sehr, sehr starken Volumenbalken, der dafür oder der letztendlich den Ausbruch nochmal bestätigt und damit einen validen Ausbruch sowohl im S&P 500 selbst als auch im SPDR, ja, ich sag mal, vollendet, auf Tageshochbasis vollendet. Wir hatten ja letztes Wochenende, dass das Phänomen, dass wir einen Ausbruch im S&P 500 hatten, aber im SPDR nicht, dadurch, dass sich beide leicht in ihrem Closing unterscheiden, kam es beim einen zum Ausbruch und beim anderen soweit hier noch nicht. Diesmal haben wir einen klaren, validen Ausbruch und damit sollte dieses Long-Szenario für die kommende Woche, was ich vorhin bereits im Wochenchart angedeutet hat, bestätigen. So, damit nochmal zurück in den Tagesschart des S&P 500 selbst. Was haben wir also für die nächste Woche zu erwarten? Wo sind die nächsten Ziele? Das nächste Ziel wäre die obere Begrenzung des gestrichelten Aufwärtstrendkanals. Das wäre die 1400, 1405 für Anfang der Woche und dann natürlich im Nachgang die 1410 bis 1420, dann der obere Widerstandsbereich, den wir aus den Hochs im Mai und April vorhanden haben.
die wir durchaus in der kommenden Woche schon anvisieren können. Für den Montag gehe ich von einem Konsolidierungstag aus. Wir haben hier eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung und sind auf Stundenbasis etwas überkauft und sollten damit für den Montag vielleicht sogar mit neuen Highs nochmal rechnen, aber eher mit einer Konsolidierung der letzten Aufwärtsbewegung. Wichtig für den Beginn der kommenden Woche ist natürlich selbstverständlich, dass wir nicht mehr nachhaltig unter dieses Ausbruchsniveau zurückfallen. Die Bullen hier jetzt Stärke beweisen in einer Art High-Base-Formation am Montag. Konsolidierung, High-Base im Stundenchart wäre da wünschenswert und eine anschließende Bewegung dann am Dienstag und Mittwoch Richtung 1400, 1420. Sollte es den Bullen nicht gelingen, diese Bewegung fortzusetzen, diese Dynamik nach oben hin fortzusetzen, ist es wieder sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in dieses Dreieck zurückfallen und dann diese große Seitwärtsbewegung, die wir hier im Moment die letzten Wochen und ja fast 2 Monate schon hatten, sich fortsetzt. Ich werde das selbstverständlich begleiten in den kommenden Tagen mit den Daily Updates, die ich ja täglich ins Netz stelle, beziehungsweise auf Formationstrader veröffentliche. Wir als Formationstrader auf unserem Blog veröffentlichen. Wichtig ist auch, dass Sie sich die anderen Indizes anschauen. Der S&P und der Dow Jones sind ja soweit am Freitag ausgebrochen. Was jetzt hier noch fehlt, ist ein nachhaltiger Ausbruch im Russell und im Nasdaq, die ja durch ihre Schwäche in der vergangenen Woche und Anfang der letzten Woche etwas hinterherhängen. Das heißt, der Russell, die Nebenwerte waren deutlich schwächer als der S&P 500 und auch die Tech-Werte waren deutlich schwächer gewesen und haben damit natürlich jetzt nach oben hin mehr Boden gut zu machen. Aber für einen nachhaltigen Ausbruch ist es wichtig, dass diese Indizes alle zusammen die Widerstandsmarken überwinden können. Abschließend können wir festhalten, ist für Swing-Trader in der letzten Woche speziell am Freitag der Anstieg auf der Long-Seite getriggert worden. Das heißt, konzentrieren Sie sich vor allem in den kommenden Wochen eher auf die Bullenliste, weniger auf die Bärenliste. Behalten Sie die Bärenliste aber nach wie vor im Auge. Schließlich fehlt noch letztlich die Bestätigung durch den Nasdaq und den Russell 2000. Selbstverständlich halte ich Sie im Laufe der Woche über Änderungen dieser Analyse auf dem Laufenden. Wie gewohnt finden Sie auf unserem Blog die Daily-Analysen, Daily-Updates, die Sie regelmäßig vor Handelsbeginn in Amerika zur Verfügung finden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich, Sie regelmäßig auf unserem Blog und in meinen Beiträgen wiederzufinden. Bis dahin eine erfolgreiche Handelswoche. Auf Wiedersehen.